Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Die Corona-Pandemie hat in ihren Kennziffern heute mal einen kleinen Schritt rückwärts gemacht, als wollte sie zur Pressekonferenz von Gesundheitsminister, Robert-Koch-Institut und Charité die Lage verschleiern. Aber keiner der Fachleute, mit denen wir sprechen, glaubt auch nur im Geringsten an eine Entspannung. Im Gegenteil. Die Lage entwickelt sich leider genau so, wie wir befürchtet hatten, sagt RKI-Präsident Wieler. Es würde höchste Zeit, Gegenmaßnahmen hochzufahren. Und da zeigen die Bundesländer erneut ein widersprüchliches Bild. Und die fürs erste dringendste Aktion, die dritte Impfung für besonders Gefährdete, geht nur stotternd voran. Dominik Müller-Russell über den Stand der Dinge. Sie kommen heute zur dritten Covid-Impfung. Ja. Haben wir drüber gesprochen. Sie waren ja einverstanden. Im Seniorenheim Parkresidenz in Neuss bei Düsseldorf rollt die dritte Impfwelle. Hausärztin Martina von Schreiter erklärt Bewohnerin Hanna Wendt den Sinn und Nutzen. Das ist die sogenannte Booster-Impfung. Weil wir wissen heute, die Antikörper gehen nach einem halben Jahr bei allen Menschen etwas zurück. Ja, das hat er getan. Hanna Wendt will sich auffrischen lassen. Sie ist 87, ihre Immunabwehr schwach. Aber sonst nichts Besonderes. Wir sind froh, dass Sie jetzt geimpft sind. Ja, ne? Aber das ist für mich auch eine Selbstverständlichkeit. Vertrauen in den ärztlichen Rat. Auch bei den Pflegekräften. Die sind bei Ihnen im Haus alle geimpft. Einen Impfdurchbruch gab es hier glücklicherweise noch nicht bislang. Die große Angst ist natürlich, wir haben einen Großteil unserer Patienten ist weit über die 80. Ja, das heißt, also wir haben vom Alter her ein recht altes Klientel und haben da schon unsere Sorge, dass es jetzt doch noch mal jemanden erwischen könnte. Ne? Von daher halte ich das schon für eine wichtige Sache, dass diese dritte Impfung auch laufen muss. 6 Millionen Menschen könnten schon geboostert sein, 2 Millionen sind es erst. Die Kampagne nimmt nur langsam Fahrt auf. Und gleichzeitig sind mehr als 16 Millionen Menschen über 12 Jahren noch kein einziges Mal geimpft. RKI-Chef Wieler gibt heute einen düsteren Ausblick. Für Ungeimpfte ist das Risiko hoch, dass sie sich in den nächsten Monaten infizieren, dass einige von ihnen schwer krank werden und auch, dass sie andere anstecken. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wie diese vierte Welle wieder viel Leid bringen, es werden viele Menschen schwer erkranken und sterben. Und das Gesundheitswesen wird wieder stark belastet. Vor allem in Pflegeheimen gilt es unbedingt, Impfdurchbrüche zu verhindern. Von einer gesetzlichen Impfpflicht für Pflegepersonal hält der Bundesgesundheitsminister allerdings nichts, bekräftigt er heute. Stattdessen soll mehr und schneller geboostert werden. Darauf habe man sich bereits im August verständigt. Es ist jetzt 3 Monate her. Und in diesen 3 Monaten hat es bis heute nur gut 2 Millionen Auffrischimpfungen in Deutschland gegeben. Das ist zu wenig. Das ist deutlich zu wenig. Das möchte ich auch klipp und klar sagen. Das Tempo beim Boostern reicht nicht. Die Ärzteschaft wehrt sich. Vielmehr führten die widersprüchlichen Boosterempfehlungen des Gesundheitsministers und der STIKO zur Verunsicherung, ob ab 70 oder 60 oder für alle. Und auch die bürokratischen Impfprozesse verlangsamten vieles. Wir haben die Patienten bei der ersten Impfung aufgeklärt und Aufklärung und Einwilligung unterschreiben lassen. Wir haben es bei der zweiten Impfung gemacht. Alle sind überrascht, wie jetzt bei der dritten auch noch mal. Wir müssen es unterschreiben, die Patienten müssen es unterschreiben. Die Bürokratie, die brauchen wir nicht. Diskussionen ums richtige Boostern und andere sind noch kein einziges Mal geimpft. Die, sagt Hausärztin von Schreiter, müssen nun unbedingt erreicht werden. Wie sollen Menschen daran glauben, dass Impfung sich nicht nur lohnt, sondern über Leben und Tod entscheiden kann? Wenn Meldungen kommen, dass es in Alters- und Pflegeheimen zu Impfdurchbrüchen kommt, zu Fällen also, in denen das Virus den Impfschutz überwältigt. Und wenn sich dann noch herausstellt, dass selbst Pflegepersonal, das täglich mit der Krankheit zu tun hat, sich selbst nicht impfen lässt. Wie es jetzt bei den tragischen Ausbrüchen mit vielen Toten in Brandenburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein waren. Christine Vogler hat große praktische Berufserfahrung in der Pflege und ist die Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Guten Abend. Einen schönen guten Abend, Herr Kleber. Frau Vogler, warum lassen sich denn nicht alle in der Pflege impfen? Die müssten es doch wissen. Ja, das ist eine spannende Frage. Aber wissen Sie, Sie haben es ja gerade angesprochen, dass gerade die Situation in den Pflegeheimen jetzt nach vorne geholt wird und gesagt wird, die Pflegenden lassen sich nicht impfen. Wir haben keine validen Zahlen. Wir können nur sagen, die Pflegenden, mit denen wir zu tun haben,
die tragen den Berufsethos in sich, die Menschen zu schützen, die sie versorgen. Und die Zahlen werden hier sehr undifferenziert dargestellt. In den Heimen, in den Kliniken arbeiten viele Menschen. Da arbeiten nicht nur Pflegefachpersonen, sondern auch viele andere Menschen. Und wir müssen einfach ganz genau hinschauen, wie kommen diese Durchbrüche zustande, wie kommen die Infektionswege zustande, um hier wirklich auch gut dagegen steuern zu können. Und ich glaube, was wir vermeiden müssen, ist jetzt, nachdem die Pflegenden seit gut anderthalb Jahren die Fahne hochhalten und die Menschen versorgen, jetzt diese ins Visier zu nehmen und gefühlt nach Schuldigen zu suchen, die an Ausbrüchen tatsächlich schuld seien, das ist, glaube ich, der falsche Weg, momentan damit umzugehen. Da kann man Ihnen sicher nur zustimmen. Trotzdem kann ich Sie aus dieser Frage noch nicht entlassen. Denn in den Fällen in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen ist geklärt, dass viele im Pflegepersonal nicht geimpft waren. Und auch wenn man, wie wir Journalisten, immer wieder solchen Sachen hinterher recherchieren, dann stellt sich doch raus, dass in vielen Häusern die Leitung des Hauses Probleme hat, über eine Impfquote von 70-80% hinauszukommen. Manche erreichen 100, ja. Mhm. Aber natürlich verunsichert das natürlich auch viele Patienten, wenn die sagen, meine Krankenschwester, und übrigens auch der eine oder andere Arzt sagen mir, ach, ich weiß nicht, also ich lasse es mal lieber, die Nebenwirkungen, ich weiß nicht. Und damit sind Menschen natürlich sehr verunsichert. Und da kommt eine zusätzliche Pflicht ja quasi auf das Pflegepersonal zu. Wissen Sie, wir sind jetzt seit gut anderthalb Jahren in der Pandemie. Sie hört nicht auf. Und was wir stark vermissen, ist eine zielgruppengerechte Prävention. Wir haben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wo sind die Videos, die wir auf Facebook sehen könnten, auf Twitter? Wo sind sie zum Beispiel geschaltet vor den ZDF, vom ZDF Heute Journal, die 2 Minuten? Wo sind die Plakate im Straßenbild? Wo sind die Flyer, die für Aufklärung sorgen, die punktaktuell auch die Neuigkeiten bringen? Also was haben wir geschafft, in den anderthalb Jahren an Aufklärungsformaten zu transportieren, auch zielgerichtet? Und ich meine, die Pflegenden, wir sind 1,2 Millionen Fachpflegende in Deutschland. Selbst wenn da 1% sagt, wir wollen uns nicht impfen lassen, ist das eine hohe Zahl? Und wir müssen einfach schauen, dass wir die Menschen überzeugen und abholen und nachfragen, wenn sie sagen, ich habe Sorge, mich impfen zu lassen, die nicht zu verurteilen und zu sagen, das ist jetzt eine dumme Aussage, sondern zu sagen, okay, was ist die Sorge? Und dann eben hier ganz gezielte Aufklärung zu machen. Und Arbeitgeber für die Heime und auch für die Kliniken können sicherlich an der Stelle auch noch vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit unterstützen. Wenn das Pflegepersonal im Moment merkt und auch hört, was der Präsident des RKI heute gesagt hat, und der Gesundheitsminister, dass diese vierte Welle noch mal richtig schlimm werden dann kommt das ja auf die auch zu. Was sagen Sie, ich habe das gehört, was Sie sagten über Aufklärungsaktionen, was müsste sich in der Praxis im Moment aus Ihrer Sicht noch ändern, um mit dieser vierten Welle fertig zu werden? In der Praxis, wir können die Welle schier nicht aufhalten. Also was Pflegende und was die Menschen in den Gesundheitsberufen tun, ist, die Menschen, die sie versorgen, die Pflegebedürftigen, die Patientinnen und Patienten wirklich tatsächlich zu schützen. Die Pflegenden sind ja selbst betroffen durch Ungeimpfte oder durch Menschen, die den Virus tragen. Seit 2 Jahren schützen wir uns ja. 130.000 Pflegende sind weltweit bereits verstorben unter dem Virus. Also ich denke, aber gerade darunter, warum wehrt sich die Branche immer noch gegen eine Impfpflicht, zumindest für dieses wichtige Personal? Die Impfpflicht ist der falsche Weg. Ich glaube wirklich, Zwang an der Stelle erzeugt viel höhere Widerstände. Ich glaube, wir müssen in einer demokratischen Gesellschaft, brauchen wir den Diskurs mit den Menschen. Und wir müssen nach wie vor versuchen, und ich glaube wirklich, präventiv zu arbeiten, das haben wir noch lange nicht ausgeschöpft und Aufklärungsarbeit zu machen auch nicht. Wir müssen jetzt noch mal nachlegen und zwar schnell. Der Rat der Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Dankeschön, Frau Vogler, und einen guten Abend. Vielen Dank. Wir nehmen uns als Redaktion immer wieder vor, über den Problemen zu Hause den Rest der Welt nicht zu vergessen, in den sich überlagernden Schatten von Pandemie, Klimawandel und dem heraufziehenden Kalten Krieg zwischen dem Westen und China eskaliert die Tragödie eines der faszinierendsten Länder Afrikas, einer fast seit Jesu-Zeiten christlichen Nation, bis heute stolz darauf, niemals als Kolonie von Europa geknechtet worden zu sein, Äthiopien.
Präsident Abiy Ahmed bekam vor 2 Jahren den Friedensnobelpreis, weil er einen blutigen Konflikt beendete, politische Gefangene befreite und Demokratie versprach. Das wurde eine katastrophale Enttäuschung. Im Krieg gegen die abtrünnige Nordprovinz Tigray steht er der Rebellenarmee nicht nach in Menschenverachtung und Brutalität. Susanne von Lojewski berichtet aus Südostafrika. Es ist noch nicht lange her, da feierte die Welt den äthiopischen Premier Abiy Ahmed. 2019 bekam der Mann aus Afrika den Friedensnobelpreis für seine Aussöhnung mit dem verfeindeten Eritrea. War das ein Fehler? Seit Wochen fliegen Abiys Truppen Luftangriffe auf die Nordprovinz Tigray. Äthiopien spricht von militärischen Zielen, Tigray dagegen von lokalen Gebäuden und zivilen Opfern. Explosionen und Tote gehören inzwischen zum Alltag. Der Konflikt sei von extremer Brutalität geprägt. Das jedenfalls erzählt der Bericht der UN-Hochkommissarin zur Menschenrechtslage in der Region. Äthiopien, unterstützt vom einstigen Erzfeind Eritrea, aber habe die Hauptverantwortung. Die Zivilbevölkerung ist brutaler Gewalt und Leid ausgesetzt. Unser Untersuchungsteam hat zahlreiche Gewalttaten und Misshandlungen aufgedeckt, mit rechtswidrigen Tötungen und Exekutionen, Folter, sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Tigrayische Befreiungsfront TPLF rekrutiert unterdessen immer mehr Kämpfer. Auch sie haben ihren Anteil, hinterlassen blutige Spuren. Der Konflikt weitet sich beinahe täglich aus. In Addis Abeba rief Premierminister Abiy Ahmed gestern den landesweiten Ausnahmezustand aus, schwor die Bevölkerung auf einen harten Kampf ein. Diese Grube, die wir sehr tief ausheben werden, wird der Ort sein, an dem unser Feind begraben wird, nicht der Ort, an dem Äthiopien zerfällt. Wir werden diesen Feind mit unserem Blut und unseren Knochen begraben und den Ruhm Äthiopiens wieder hochleben lassen. Martialische Worte eines Friedensnobelpreisträgers, der gleichzeitig alle Männer aufrief, zu den Waffen zu greifen. Nicht weniger halten seine Auszeichnung inzwischen für einen großen Fehler. Vielleicht zielt der Preis normalerweise darauf ab, Akteure zu inspirieren oder zu ermutigen, positiver zu handeln. Das hat sich nicht immer bewahrheitet, wie wir jetzt sehen. Die Fronten sind inzwischen so verhärtet, dass selbst die Konvois des Welternährungsprogrammes nicht mehr durchkommen. Experten fürchten einen Flächenbrand. Der Konflikt wird sich auf die gesamte Region am Horn von Afrika und sogar auf den Kampf gegen die terroristische Bedrohung sowohl in Somalia als auch in der Region auswirken. Hunderttausende sind bereits auf der Flucht in die Nachbarländer, 5 Millionen Menschen von akuter Unterernährung bedroht. Und das Blutvergießen geht weiter. Und Nachrichten nun von Gundula Gause. US-Präsident Biden und seine Demokratische Partei haben bei den Gouverneurswahlen im Bundesstaat Virginia einen Rückschlag erfahren. Der Republikaner Youngkin setzte sich knapp im bislang demokratisch regierten Virginia durch. Seinem Rivalen McAuliffe nützte die Unterstützung von Joe Biden nicht. Bei der Kongresswahl im kommenden Jahr steht nun die hauchdünne Mehrheit der Demokraten auf dem Spiel. Einen Erfolg konnten die Demokraten allerdings in New York verbuchen. Dort setzte sich ihr Kandidat, der frühere Polizist Eric Adams, durch. Die SPD will am kommenden Montag das Vorgehen bei der Nachfolge von noch Parteichef Norbert Walter-Borjans klären. Aus der SPD heißt es, bis dahin werde auch Co-Chefin Saskia Esken entscheiden, ob sie erneut antrete. Als Kandidat für die Nachfolge von Walter-Borjans wird der bisherige Generalsekretär gehandelt, Lars Klingbeil. Es ehre ihn, dass sein Name genannt werde, so äußerte er sich in Führungsgremien der SPD. Rund 10 Jahre nach Bekanntwerden des rechtsextremen Terrornetzwerks NSU haben Politiker und zivile Organisationen fehlende Konsequenzen aus dem Fall kritisiert. Amnesty International forderte mehr Einsatz im Kampf gegen menschenfeindliche Gewalt. Am 4. November 2011 war das rechtsextreme Netzwerk nach einem Banküberfall in Eisenach aufgeflogen. Zwischen 2000 und 2007 hatten die Mitglieder des sogenannten NSU insgesamt 10 Menschen ermordet. Die meisten hatten einen Migrationshintergrund.
Der Tod eines Flüchtlings aus Sierra Leone in einer Polizeizelle in Dessau ist auch fast 17 Jahre später nicht geklärt. Die Initiative in Gedenken an Uri Jallo hat jetzt ein neues Brandgutachten vorgestellt, mit dem sie belegen will, dass der Mann in seiner Zelle gefesselt angezündet worden sei. Sonderermittlungen und zwei Prozesse konnten den Fall bislang nicht klären. Umfassende Aufarbeitung hatten in Sachsen-Anhalt kürzlich 217.000 Menschen in einer Petition gefordert. Im Osten des Pazifiks soll ein riesiges Meeresschutzgebiet entstehen. Das haben die Präsidenten von Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Panama beim UN-Klimagipfel in Glasgow angekündigt. Es soll die kolumbianische Insel Malpelo mit den Galapagos-Inseln vor Ecuador und weiteren Inseln von Costa Rica und Panama verbinden. In dem rund 500.000 Quadratkilometer großen Gebiet leben hunderte Meerestier- und Vogelarten. Schildkröten und Hammerhaie sollen dort geschützt und industrieller Fischfang verboten werden. Man kann also was machen. Konferenzbeschlüsse, Bürgerinitiativen und Regierungsprogramme sind das eine. Knallharte Fakten sind das machtvollere. Und da sind Geld und Gewinn die mächtigsten Hebel. Der Klimawandel wird unsere Welt verändern. Und das heißt auch, Investitionen, die heute noch profitabel scheinen, sind es bald nicht mehr. Ressourcen werden knapp, Konsumenten werden manche Dinge nicht mehr haben wollen, Lieferketten werden gestört, Meeresspiegel steigen. Diese Gedanken setzen sich zunehmend auch in der Finanzwelt durch. Langsam, noch ziemlich langsam, verlagern sich Investitionen in Richtung einer grünen Zukunft. Wer an Börsen und anderen Quellen Geld abzapfen will, der muss seine Ideen und sein Produkt auch als grün verkaufen können. Diana Zimmermann berichtet. Kunst aus Zahlen. Die überschwappenden Farbwellen sind aus Daten errechnet, die Szenarien des Klimawandels entsprechen sollen. Es ist eines der Projekte, mithilfe derer Carlos Sanchez versucht, erahnbar zu machen, was uns bevorsteht und warum nun gehandelt werden muss. Früher hatten wir Landkarten, die uns erschreckten. Jetzt gibt es wirklich gute Daten, aus denen man sogar Kunst machen kann. Am Ende müssen Lösungen stehen. Sanchez berät Unternehmen darin, den Klimawandel in ihren Investitionen zu berücksichtigen und zeigt auf, was sie tun können, um ihn aufzuhalten. Das Geld, so resümiert er, fließt endlich in die richtige Richtung. Green Finance ist eines der großen Themen auf der UN-Klimakonferenz. Heute zog Finanzminister Rishi Sunak für britische Finanzinstitutionen und börsennotierte Unternehmen die Zügel an. Wir werden es verpflichtend machen, dass Firmen klare und realistische Pläne vorlegen, in denen sie darstellen, wie sie den Übergang zur Klimaneutralität schaffen. Auch freiwillig haben Unternehmen natürlich längst begonnen, klimabewusst zu investieren. Lange stieg das grüne Wachstum jährlich um 25%. Doch schon vor der Corona-Krise schwächte es sich ab. Und die bisher 632 Milliarden Dollar pro Jahr reichen bei weitem nicht. Um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, müsste es rund 6-mal so viel sein. Die Staaten haben wirklich eine große Verantwortung. Sobald Investoren einfach ein sicheres Umfeld sehen, das durch Anreize geschaffen werden kann, dann gehen sie in diesen Bereich. Und das ist etwas, wo man sicher gehen muss, dass es nicht weiterhin Subventionen gibt für sozusagen die fossilen Energieträger. Genau das ist das Problem. An Appellen mangelt es auf der COP nicht. Und doch investieren Amerikaner und Briten weiter heftig in Gas und Öl, wird in Deutschland weiter Braunkohle gefördert. Greenwashing, nur so zu tun, als wirtschafte man grün, werfen Umweltaktivisten Politik und Wirtschaft vor. Schon ökonomisch aber macht das auf Dauer keinen Sinn. Davon ist Sanchez fest überzeugt. Diejenigen, die jetzt schon vorangehen, werden davon profitieren, wenn das System sich ändert. Und ändern wird es sich. Sie werden konkurrenzfähig, fortschrittlich und innovativ dastehen. Wenn wir jetzt diese Gelegenheit verpassen und es nicht schaffen, die Investitionen im nötigen Ausmaß auszudehnen, dann können wir nur noch Verluste minimieren. Und das wird in eine menschliche, eine wirtschaftliche und eine ökologische Katastrophe führen. Ohne Geld kein Klimaschutz, das ist schon heute allen klar. Wenn sich die Einsicht durchsetzt, dass es ohne Klimaschutz kein Geld gibt,
könnte das mehr bewegen als so manches Versprechen der Politik. Und passend dazu kam heute die Meldung aus Nordrhein-Westfalen, dass dort der neue Ministerpräsident Wüst erklärte, sein Land sei bereit für einen Kohleausstieg schon 2030. Geplant ist ja 2038. Die Politik schafft also Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Frank Bethmann, die nun globale Standards der Nachhaltigkeit einhalten soll. So beschlossen Glasgow mit Auswirkungen in Frankfurt. Ja, ganz genau. Heute fiel die Entscheidung. Frankfurt wird Hauptsitz einer neu geschaffenen Institution, die die wichtige Aufgabe bekommt, überhaupt erstmal weltweit gültige Nachhaltigkeitsnormen zu entwickeln. Bislang gibt es die so nämlich gar nicht. Das soll der ISSB, der International Sustainability Standards Board, nun ändern. Er soll konkret weltweite Standards für die klimabezogene Finanzberichterstattung von Unternehmen festlegen. Gleich mehrere Metropolen haben um das prestigeträchtige Gremium geworben. Für Frankfurt sprachen, dass es hier über 200 Banken gibt und natürlich auch weitere internationale Organisationen. Und warum sind denn gerade diese internationalen Standards in der Finanzberichterstattung so wichtig? Naja, wir haben ja bereits gehört, Geld muss jetzt ganz schnell, viel schneller als bisher, grün werden. Damit das passiert, müssen die Investoren hier an der Börse aber beurteilen können, welches Geschäftsmodell ist denn überhaupt wirklich nachhaltig und welches nicht. Und genau dafür benötigt man diese transparente und vor allem überall gleiche Berichterstattung. Fakt ist nämlich, dass das weltweit derzeit noch ein ziemlicher Flickenteppich ist. Und damit sind derzeit dem Greenwashing, also dem Etikettenschwindel, Tür und Tor geöffnet. Anleger, nicht nur mit großen, auch die mit kleinerem Portemonnaie, aber wollen genau wissen, fließt denn nun mein Geld wirklich in die richtigen Projekte? Und dafür ist diese internationale Vergleichbarkeit ein ganz wichtiger Baustein. Danke für die Einordnung, Frank Bethmann. Ja. Bundeskanzlerin Merkel verabschiedet sich zur Stunde mit einem besonderen Besuch von Frankreichs Premier Macron. Nicht wie üblich in Paris, sondern im Weinort Beaune im Burgund. Offiziell stehen neben aktuellen internationalen Themen auch ein Klavierkonzert auf dem Programm sowie ein privates Abendessen. Im Anschluss erhält jetzt gerade seine Freundin, wie Macron Merkel nennt, Frankreichs höchste Auszeichnung, das Großkreuz der Ehrenlegion. Eine Meldung vom Tennis. Beim ATP Masters Turnier in Paris hat Dominik Köpfer aus Furtwangen das nächste Schwergewicht besiegt. Erst Andy Murray und jetzt den Kanadier Félix Auger-Aliassime, Weltranglisten-11. Damit steht Köpfer die Nummer 58 der Welt im Achtelfinale. Fehlen noch die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten ohne Gewähr 10, 13, 14, 28, 44, 49, Superzahl 0. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Heute vor 20 Jahren ist Thomas Brasch gestorben, im Alter von 56 prall gefüllten Jahren. Seine Familie, die Braschs, schreibt der Filmredakteur der Welt, waren für die DDR, was die Familie Mann für den Westen wurde. Ein Geflecht faszinierender, talentierter Menschen. Er, Thomas übrigens, sein Leben lang mit der 9 Jahre jüngeren Katharina Thalbach verbunden. Braschs Vater, später ein jüdischer Antifaschist, war den Nazis 1939 in einem dieser Kindertransporte nach England entkommen. Er wurde einer der überzeugten Sozialisten, die nach dem Krieg zurückkamen, um die DDR aufzubauen. Er brachte es dort zum Vize-Kulturminister. Sein Sohn Thomas wurde und blieb ein Romantiker, Regisseur, Autor und Systemsprenger. Er und die real existierende DDR vertrugen sich nicht. Er reiste aus und die DDR war froh, ihn los zu sein. So ein Leben ist ein Film. Andreas Kleinert traute sich, ihn zu machen. Nadia Nasser hat ihn vor der Premiere heute Abend gesehen. Sie feiern heute Abend einen, der auszog, Unruhe zu stiften. Roter Teppich in Berlin, Premiere der Filmbiografie über Thomas Brasch, gespielt von Albrecht Schuch. Eine Lebensgeschichte zwischen Ost und West, erzählt in traumhaft schönen Schwarz-Weiß-Bildern. Die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Ein zerrissener Mensch, rebellisch, widersprüchlich und nie regelkonform. Schon als Student eckt er an. Lieber Thomas, ich bin hier die Dozentin. Ich habe aber leider nicht den Eindruck, dass wir was von Ihnen lernen können.
und fliegt von der Hochschule. Brasch will schreiben, die Welt verbessern. Ein Ausnahmetalent, ein Lebemann und Provokateur. Wenn wir hier behandelt werden wie Gefangene, dann sollen sich die Genossen auch nicht wundern, wenn wir uns ab sofort auch dementsprechend verhalten. Dass er immer eingefordert hat, dass man Dinge differenziert betrachten muss. Vielschichtig und nicht schnell abhandeln kann. Dass man sich streiten muss. Es gibt Regeln. Dabei kommt er aus streng sozialistischem Haushalt. Vater Horst ist hoher SED-Parteifunktionär. Die Vater-Sohn-Beziehung konfliktgeladen. Wenn du so weitermachst, landest du im Gefängnis. Mit Freunden verteilt er 1968 Flugblätter. Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings. Die Aktion fliegt auf. Thomas flieht in die elterliche Wohnung, wird dort aber aufgespürt und verhaftet. Sind Sie Thomas Brasch? Der Film folgt der Version, die Brasch sein Leben lang erzählte. Er wurde verraten vom eigenen Vater. Brasch muss für einige Monate ins Gefängnis. In der DDR ist für ihn kein Raum mehr. Seine Stücke werden verboten. 1976 geht er mit seiner damaligen Freundin Katharina Thalbach, gespielt von Jella Haase, und deren Tochter nach West-Berlin. Aber auch hier kann er nicht richtig Fuß fassen. Für Brasch war es, glaube ich, schlimm, dass er in der DDR so wenig präsent war. Das hat ihn natürlich total belastet, wenn man arbeitet und keiner darf es lesen und sehen. Und das war sicherlich auch ein Hauptgrund, warum er dann später gegangen ist. Aber er ist eben nicht mit der Erwartung gegangen, jetzt kommt das Tolle, jetzt kommt das Freie, sondern er ist von dem einen verrotteten System ins andere verrottete System. Der echte Thomas Brasch mit Lebensgefährtin Katharina Thalbach im Westen. Er feiert einige Erfolge als Autor und Regisseur, zeigt zwei Filme in Cannes. Aber er verweigert sich auch, will seine Haut nicht zum Markte tragen. Sie fühlen sich von uns ausgebeutet? Sie sind der Kellner, die Fernsehzuschauer sind die Gäste und ich bin eine Schnitzel. Das, woran er am meisten gescheitert ist, ist er selbst gewesen auch, weil er hatte natürlich Visionen und Utopien und die haben sich so nicht eingelöst. Sie schlachten mich doch aus. Ich bin doch keine Ware. Aber du hast doch in der Hand, was du schreibst. Lieber Thomas, ein tief bewegender Film über einen, der nirgendwo reinpasste, ewig zweifelnd und sehnsüchtig. Der Satz mit dem Schnitzel, der geht einem nicht schnell aus dem Kopf. Der Film ist im Kino ab dem 11. November. Im Anschluss jetzt das Auslandsjournal, die Doku, auf den Spuren der Umweltmafia. Die Autoren zeigen, wie kriminelle Netzwerke unseren Planeten plündern und die Natur zerstören. Und 0:45 ist hier wieder Zeit für unser Heute-Journal-Update mit Nazan Gökdemir. Einen schönen Abend noch und bis morgen. Tschüss. Guten Abend. Zwischen dem Tief Peter und dem Hoch Silvi ziehen die Regenwolken hier über dem Atlantik nach Süden und stauen sich am kantabrischen Gebirge, kommen da also nicht weiter voran. Deswegen regnet es dort kräftig. Auch bei uns fällt viel Regen, und zwar mit dem Tief Peter. Das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Denn dieses Tief Peter bringt Schnee, auch bei uns in Deutschland, jedenfalls oberhalb von 800 Meter im Schwarzwald oder auch an den Alpen. Und morgen zieht dieses Tief weiter nach Nordosten, erreicht bis morgen Abend bereits Polen. Und es wird kräftig gießen, besonders im Nordosten Deutschlands. Heute Nacht gießt es vor allen Dingen zwischen den Mittelgebirgen und am Alpenrand. Fällt, wie gesagt, schon Schnee oberhalb von 800 Meter. Im Norden ist es zum Teil trocken, es bildet sich auch mal Nebel und es sinken die Temperaturen auf 2 Grad hier rund um Münster oder Osnabrück oder auch am Alpenrand. Sonst bleibt die Nacht bei 7 bis 4 Grad milder. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad am Alpenrand und maximal 10 Grad, zum Beispiel an der Ostsee oder auch in der Lausitz und an der Nordsee. Das wird ein sehr verregneter Donnerstag und am heftigsten schütten wird es vom Erzgebirge bis zur Ostsee. Am Vormittag bereits lockern die Wolken hier am Alpenrand schon ein bisschen auf. Da hört es auf zu regnen und zwischen dem Sauerland und Nordfriesland regnet es auch nicht. Insgesamt kommen im Westen durchaus 5 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen. Im Süden sind es 15 und hier im Osten über 40 pro Quadratmeter. In den nächsten Tagen beruhigt sich das Wetter. Wir sehen häufiger die Sonne und die Temperaturen steigen auf 5 bis 12 Grad. Guten Abend.